Ein Film, den man sich, glaube ich, auf jeden Fall anschauen muss. Ja. Bis nächstes Jahr dauert es auch. Wir schauen jetzt zurück ins Jahr 2006. Da gab es nämlich die Welturaufführung des Musicals Rebecca. Mit 2 Millionen. Zusehen, unglaublich. So lange ist es ja schon wieder her. Mhm. Welturaufführung eines Musicals passiert auch nicht immer in Wien. Mhm. Eine große Geschichte und so ein Welterfolg geworden, dass es jetzt wieder gespielt wird. Vollkommen zu Recht. Und die beiden Hauptdarsteller sind gleich bei uns. Sechzehn Jahre nach der Premiere sorgt der Musical-Thriller Rebecca nach einer Romanvorlage von Daphne du Maurier erneut für Spannung in Wien. Naja, das ist zwar schon schwer, weil niemand geglaubt hat, dass man aus so einem Buch ein gutes Musical machen kann. Es ist ja keine Liebesgeschichte, sondern es ist mehr, es ist ja ein Thriller, eine Kriminalgeschichte. Rebecca ist ja so ein starkes Musical, was wir auf der ganzen Welt gespielt haben, in 12 verschiedenen Ländern, in 10 Sprachen übersetzt. Und ich habe es selbst ganz oft gesehen im Ausland. Und jedes Mal habe ich gedacht, eigentlich müssten wir es doch auch mal wieder machen. Erzählt wird die Geschichte eines Mordes im Adelsmilieu. Rebecca ist auf mysteriöse Weise verschwunden, aber gleichzeitig auch eine Liebesgeschichte. Wir haben ein super Ensemble und die Szenen sind sehr spannend und es gibt Geheimnisse. Wer hat was getan und ist es wahr, was die sagen? Und findet man heraus nachher, was genau stattgefunden hat oder bleibt es noch immer eine Frage? Und das ist alles super spannend. In den Hauptrollen spielen diesmal Nienke Latten als namenlose Ich und Marc Seibert als trauernder Witwer Maxim de Winter. Nur eine fehlt auf der Bühne, die Titelfigur. Der Höhepunkt, wenn sie erfährt, dass der Maxim die Rebecca nie geliebt hat, dass er sie liebt und diese junge Frau wacht auf und wird zu einer Löwin, im positiven Sinne gesehen. Da, wenn ich das auf der Bühne sehe, da kriege ich immer Tränen in den Augen. Der packende Thriller voller Intrigen und dunklen Überraschungen läuft derzeit im Raimundtheater. Ja, und zwei von dem fantastischen Ensemble sind jetzt bei uns. Nienke Latten, herzlich willkommen. Danke. Und Marc Seibert, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt möchte man meinen, das ist eh ein programmierter Erfolg, oder? Weil es beim ersten Mal schon so gut gegangen ist. Oder liegt dir die Latte dann besonders hoch, weil es eben so ein hochgroßer Erfolg war beim ersten Mal? Naja, für mich zum Beispiel ist es ganz neu und auch für dich, wir haben noch nie die Rolle gespielt, sondern es ist immer eine Herausforderung und auch um deine eigene Sache da drin zu machen. Mhm. Aber man tritt natürlich schon in große Fußstapfen, das ist klar. Dass der Erfolg automatisch kommt, das glaube ich, kann man nie so genau wissen. Aber wir sind sehr glücklich, dass die Zeichen sehr gut stehen. Das Feedback von der Premiere war sehr, sehr gut und die Verkäufe laufen wohl auch sehr gut. Wir haben auf jeden Fall jeden Abend volles Haus. Sagt man ja, Rebecca, kein Musical wie jedes andere. Was ist das ganz Spezielle an diesem Musical? Ich denke, dass es ein Musical-Thriller ist. Mhm. So, was ich selber so mag, ist, dass das ist ein ganz großes Geheimnis und meine Rolle und das Publikum weiß nicht, was es ist. Mhm. So, das ganze Stück versucht, das Publikum herauszufinden, was wirklich geschehen ist und meine Rolle auch. Du bist einfach ich, du hast auch keinen Rollennamen. Das ist ja du ähnlich. Kommst auch nicht. Nein, keinen Namen, aber für mich. Die Rolle ohne Namen. Genau, ja. Und dann auf einmal diese Plot-Twist. Ich denke, das haben nicht so viele Musicals und das mag ich so gern. Ich schaue gern auch Films, die so einen ganz großen Plot-Twist haben, das du nicht erwartest. Das finde ich so schön. Was war deine erste Begegnung mit Rebecca? Ich habe tatsächlich eben vor 16 Jahren eine der Previews, also noch vor der Premiere, habe ich sehen dürfen mit den großen Namen aus der Musical-Szene und habe mir natürlich damals nicht träumen lassen, dass ich selber mal in dem Stück auf der Bühne stehen darf.
scharf, 16 Jahre später allerdings, aber doch. Und ja, es ist ein ganz besonderes Musical, wie Nienke schon richtig sagt, weil die Handlung auch so im Vordergrund steht. Und ja, es eben auch Wendepunkte in der Geschichte gibt. Und ich glaube, es ist eine Mischung eben aus Film, Theaterstück und dann doch irgendwie ein Musical. Also es ist schon einzigartig. Mhm. Ihr spielt mit großem Orchester. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit mehr im Musical. Das fordert wahrscheinlich natürlich auch noch mal ganz besonders heraus. Ja, das ist unglaublich schön. Wir haben die Sitzeprobe zusammen gemacht natürlich. Mhm. Und dann hört man das Orchester für die erste Mal. Mhm. Und das hat ganze Haut. Und das ist so schön und so viele Leidenschaft. Und ja, das passiert nicht so viel mehr in Europa, glaube ich. Na, auch am Broadway selbst nicht. Nein. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Musiker wir jeden Abend im Orchestergramm haben, aber ich glaube, es sind so um die 24. Mhm. Okay. Und ich glaube, selbst am Broadway wird nicht mehr mit 24 Musikerinnen und Musikern im Orchestergraben gespielt. Also das ist tatsächlich, da ist Wien absolut top. Was schade, es ist ja großartig, oder, mit Live-Musik? Natürlich, ja, natürlich, klar. Ja. Und das merkt man schon auch, muss man sagen. Also es kommt natürlich schon auch, heutzutage kann man auch viel aus der Konserve nehmen und auch das ist teilweise nicht schlecht, ja, muss man schon sagen. Die technischen Möglichkeiten sind heute schon enorm, aber nichts geht über Live-Musiker, das ist natürlich ganz klar. Mhm. Ja. Weil dann ist es auch jeden Abend ein bisschen anders, weil du mitatmest mit der Dirigent. Ja, mit dem Dirigent. Ja, weil wenn wir eine Szene ein bisschen langsamer oder verschiedene Emotionen reinbringen und dann wartet die Dirigent auf uns und dann ist jeden Abend ein bisschen anders. Ja. Es lebt dementsprechend. Jetzt seid ihr beide ja schon sehr etabliert in eurem Business. Wie ist das da? Kann man sich da die Rollen einfach aussuchen? Kann man sagen, ich würde jetzt gern bei Rebecca ich spielen oder so? Oder wird man besetzt oder gibt es Castings oder wie läuft das? Ja. Also in der Regel ist es schon so, läuft das bei uns immer über Castings. Okay. Natürlich kann man auch mal... Auch mit eurem Standing? Also das kann man jetzt so sagen, ihr seid ja wirklich Stars der Szene. Ja, also so und so. Also ich habe auch das eine oder andere auch mal ohne ein Casting bekommen, weil ich dann aber vorher auch schon mit dem ganzen Team an einem anderen Stück gearbeitet habe und die mich so gut kannten, dass sie gesagt haben, Marc, du brauchst jetzt nicht zum Casting kommen, wir wissen, was du kannst und wer du bist und was du nicht kannst. Ja. Das kann natürlich auch mal passieren, aber in der Regel, und das finde ich eigentlich auch das Schöne in unserem Beruf, andererseits auch das Anstrengende, man hat immer wieder eine Chance, man muss sich aber auch immer wieder neu beweisen. Das ist natürlich ganz klar. Und die Rollen sind natürlich begehrt, das muss man schon sagen. Geschenkt bekommt man nichts. Wenn man diese Rollen dann hat und weiß, in dem Fall jetzt ist Rebecca, wie geht ihr an diese Rollen heran? Also gibt ihr auch einen Film, irgendwie das Buch, alles angeschaut oder man versucht auch einen eigenen Zugang zu finden? Wie machst du das? Ja, ich habe erst das Skript gelesen und dann lese ich, was sagen andere Personen über mich und was sage ich über mich selbst. Mhm. Und das schreibe ich dann alles auf. Und dann sind da noch ein paar Locken natürlich in die Identität. Und dann brauche ich meine Fantasie ein bisschen. Und dann biete ich mal etwas an die Regisseurin und sie hilft uns dann weiter. Und ja, so geht das bei mir zum Beispiel. Ja, das Skript ist natürlich das Wichtigste. Das ist der Text, den wir dann quasi später sagen. Natürlich kann man sich auch gerade jetzt bei Rebecca, es gibt mittlerweile zwei Filme, glaube ich, oder mindestens zwei, bei Netflix und dann noch mal den Hitchcock-Film von damals. Man hat natürlich die Romanvorlage, auch das kann man. Das sind aber alles Dinge, das macht jeder Musical-Darsteller und Musical-Darstellerin macht das individuell. Das Wichtigste für uns ist natürlich dann die Arbeit, die Probenarbeit mit Regie, mit musikalischer Leitung, mit Komponisten und allem drum und dran. Ihr wollt ja eine Geschichte erzählen auf der Bühne. Das Stichwort Storytelling, das ist ja was ganz Wesentliches. Richtig. Es ist Storytelling, tatsächlich, genau. Ja, und das ist, glaube ich, eben bei dem Stück ganz besonders groß. Es gibt natürlich auch Stücke, andere Musicals, die haben jetzt vielleicht ein bisschen eine seichtere Story. Da muss man jetzt nicht wirklich als Zuschauer direkt dranbleiben und sagen, okay, damit ich dem Krimi folgen kann. Ja, verstehe. Das ist bei Rebecca schon eher so der Fall, ja. Jetzt ist Musical ja auch wahnsinnig anstrengend, nicht nur, weil ihr singt und auch tanzt und was auch immer gleichzeitig macht, sondern ihr spielt dann auch wirklich fast jeden Abend oder so. Heute haben wir das Glück, dass ihr mal spielfrei habt. Darum seid ihr hier, morgen steht ihr schon wieder auf der Bühne. Morgen also ist wieder vorstellen. Voll eingedeckt. Richtig, ja, absolut. Das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung, dass man eigentlich jeden Tag ein gewisses Level haben muss. Die Menschen haben teure Tickets bezahlt und verdienen es, eine fantastische Show geliefert zu bekommen. Und wir alle wissen, man hat auch mal einen schlechten Tag, man ist mal ein bisschen am Rumkränkeln, man hat mal schlecht geschlafen, man hat Streit zu Hause oder was auch immer, was alles eben so passiert. Aber das interessiert alles nicht, wenn man ins Theater geht. Da muss man abliefern. Ja. Aber natürlich gibt es viele andere Jobs
auch, die einen ähnlichen Druck haben, dass man dann täglich funktioniert. Du bist jetzt zum ersten Mal, das ist deine erste Rolle in Wien, oder? Ja, stimmt. Ich bin für die erste Mal in Wien, ja. Wie gefällt es dir? Sag jetzt nichts Falsches. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich liebe Wien. Ich liebe das wollten wir hören. Nein, ich liebe die Stadt. Es ist so eine gute Mischung zwischen das Klassische, die Gebäude sind super schön, aber auch das sehr Moderne, viele junge Jugendliche auf viele schöne Sachen zu tun. Und ich liebe auch für die VBW zu arbeiten. Das ist ein großartiges Theater und meine Kollegen sind fantastisch. Ich bin sehr glücklich. Ja. Das war jetzt keine Werbedurchschau-Einschaltung. Nicht nur sonst, immer wieder die lebenswerteste Stadt von, ich weiß nicht, welchen allen. Ja. Ja. Ich kann das nur bestätigen, auf jeden Fall. Ich bin vor über 20 Jahren hierher gekommen und ich bin immer noch da. Also insofern... Rückkehre, wie du warst ja zwischendurch in der Schweiz. Zwischendurch auch, ja, in unserem Job muss man immer wieder mal auch woanders dann mal arbeiten oder was. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon Wien treu geblieben. Jetzt kann man euch auf jeden Fall sehen in Rebecca. Ab morgen wieder. Vielen Dank dafür. Richtig. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und bei uns geht's weiter mit Konkret. Einen schönen Abend. Bis morgen.